Hallöchen. Haben wir euch erwischt? Ja, aber seid ihr schon wieder Geister am Lästern? Ja. Ihr seht schon, wir haben Besuch von den Kerzen. Hallo. Die Kerzen haben Jesus übrigens mitgebracht. Ja. Natürlich nur Spaß. Martin und Marc sind am Start und auch natürlich Mimi und Sabine. Und die beiden Jungs sind von dem Kanal Behind You. Das ist ein Kanal, ja, ich sag mal, Leute, die sich nicht so sehr mit der Thematik beschäftigen, würden vielleicht sagen Geisterjäger. Allerdings bezeichnen die Jungs sich selber nicht so, weil sie gehen nicht zu Orten, die heimgesucht sind und jagen Geister, sondern sie machen Rituale, Experimente, versuchen mit Energien vielleicht eine Verbindung aufzubauen, Kontakt aufzubauen. Dazu gibt es auch verschiedene Utensilien. Ihr seht es schon, Kerzen, christliche Rituale, wie zum Beispiel ein Kreuz, das Ouija-Brett, das Ouija-Brett, mit dem wir heute Abend auch unsere ersten Erfahrungen, also ich habe noch nie so ein Brett überhaupt vorher berührt, heute zum ersten Mal, und es ist heute auch schon direkt was passiert, das erzähle ich euch im Stream, es ist schon tatsächlich was passiert, und ich muss euch sagen, ich bin überhaupt kein Mensch, der an Geister oder sowas überhaupt glaubt oder an solchen Energien, weil ich sehr, ja, ich bin da relativ unbefangen, ich habe solche Erfahrungen noch nie gemacht und öffne mich aber gerne für sowas. Mimi ist sehr, ich würde mal sagen, rational. Das heißt, er glaubt noch weniger daran. Und Sabine ist sehr empfänglich. Sie ist so, sie möchte am liebsten gar nicht mitmachen, weil sie hat ein bisschen Schiss sogar vor der Sache. Also wir sind wirklich drei verschiedene Charaktere, die heute das Ganze miterleben. Und das findet heute im Livestream statt. Also heute die ganzen Kameras, die hier installiert sind, die werden wir dann alle quasi benutzen. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie es im Bild aussieht. Ja, wir werden um 22 Uhr anfangen, weil dann ist es dunkel draußen. Es geht nämlich heute ungefähr um 22 Uhr die Sonne unter. Ja, hier seht ihr dann die verschiedenen Bilder im Stream. Und sollten wir Kontakt zur Anderswelt empfangen, irgendwelche Signale empfangen, werdet ihr das alles live miterleben. Es kann natürlich auch passieren, dass nichts passiert, weil es ist natürlich auch ein bisschen ortsgebunden. Also wir haben schon heute erfahren, dass Orte, an denen vielleicht viele Menschen gestorben sind, dass da vielleicht mehr Energien rumschwirren an die Leute, die es natürlich jetzt nicht glauben oder sagen, das ist alles Bullshit. Lasst euch überraschen, guckt rein an die Leute, die vielleicht ein bisschen Schiss haben. Ja, schaut rein, lasst euch einfach überraschen. Ja, wir werden heute Abend sehen, was passiert. Und um 22 Uhr startet der Stream, dann werden wir ein bisschen was erzählen, was heute schon alles so passiert ist. Und ich denke mal so gegen 22.30 Uhr, 23 Uhr werden wir schon mittendrin sein. Um 0 Uhr vielleicht zur Geisterstunde, wie man es in Deutschland kennt. Vielleicht wird irgendwas passieren heute, wir wissen es nicht. Ja? Eigentlich, ich habe heute schon erfahren, die Geisterstunde ist gar nicht um 0 Uhr, sondern die Geisterstunde ist eigentlich um 3 Uhr morgens. Daher kommen auch diese ganzen Videos mit, mache niemals das und das um 3 Uhr nachts und so weiter und so fort. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind ab 22 Uhr live und dann werden wir gucken, was passiert. Okay. Wollt ihr noch irgendwas Wichtiges ergänzen? Lasst euch überraschen. Es wird schlimmer, wie du denkst. Ja, der Kanal von den Jungs, falls ihr schon mal wissen wollt, was euch ungefähr erwartet, ist in der Beschreibung verlinkt, Behind You. Und wie ist das zustande gekommen? Wir haben vor längerer Zeit mal auf einen Felix von Tomatolix reagiert, der Felix vom Kanal, er ist Adliger, der hat einen Kanal, der heißt Tomatolix, der macht immer so Selbstexperimente, zum Beispiel so eine Woche ohne Müll oder eine Woche ohne Internet und so weiter und was im Dark Web bestellen oder ne, Geisterjäger besuchen, das war jetzt die Folge. Und da hat er schon seine Erfahrungen gemacht mit den Jungs, heute sind wir dran, aber live, das ist ein bisschen der kleine Unterschied. Und lasst euch überraschen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr neugierig. Wir haben heute schon locker über eine Stunde gequatscht über das Thema und es hört nicht auf. Also wir haben noch so viel zu erzählen und uns auszutauschen. Es ist tatsächlich so, ich selbst als jetzt Mensch, der noch nie irgendwelche Erfahrungen mit Geistern oder übernatürlichen Dingen gemacht hat, bin ein bisschen aufgeregt, ja, was heute passiert. Das interessiert keinen. Das interessiert keinen, gut. Ja, wir sehen uns heute Abend, 22 Uhr. Morgen, kurzer Info, morgen gibt es von mir keinen Stream. Ich bin zu Besuch bei Taddle, also ich bin zu Gast bei Taddle im Stream. Der Taddle macht nämlich einen 24-Stunden-Stream und um 12 Uhr bin ich dann auch bei Taddle im Stream. Dann zocken wir ein Spiel, aber dazu erzähle ich euch dann morgen nochmal was. Bis 22 Uhr, wir sehen uns und sagt allen Bescheid, eure Oma, ihr wisst Bescheid, alle Leute, die Lust auf Geister haben. Tschüss. Tschüss.